Polyphon vertont, geht es weiter mit Teil 24 des Schöpfungsschlüssels und der dritten kleinen Geschichte, die bei Ihnen das Gefühl erwecken könnte, dass ein Erleuchteter gegenüber einem normalen Menschen hat. Um sich schlau zu fühlen, braucht es immer einen Dümmeren. Weitere Informationen findest du unterm Video. Das Gefühl eines Erleuchteten, Teil 3. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihrem Bett zu Hause nach einem harten Alltag eingeschlafen und bekommen von woher auch immer das Geschenk eines luziden Traumes. Das ist ein Traum, bei dem man ganz normal etwas träumt, allerdings dabei gleichzeitig hundertprozentige Klarheit darüber hat, dass es wirklich nur ein Traum ist und man selbst zu Hause im Bett liegt und schläft. Man weiß, dass man träumt. Man könnte sagen, man befindet sich symbolisch im selben Moment in zwei Welten, der Traumwelt und der wirklichen Welt. Sie träumen also und wissen ganz genau, dass es nur ein Traum ist, der in Ihnen, in Ihrem Geist ähnlich einem Film abläuft, den Sie als bewusster und erwachter Beobachter anschauen dürfen. Sie können alles, was Sie sonst auch können. Die physikalischen Gesetze sind oberflächlich die gleichen, aber Sie können noch nicht bewusst erschaffen. Zum Beispiel, ich will jetzt einen fliegenden Drachen sehen. Sie können nur im Rahmen Ihrer normalen Alltagsvorstellung erschaffen und müssen sich überraschen lassen, was Ihr Geist als nächstes austräumt. Ihre Fantasie schenkt Ihnen einen Sitzplatz in einem kleinen Café in Ihrer Stadt und neben Ihnen befindet sich noch ein freier Platz. Sie genießen Ihr plötzliches Traumbewusstsein und staunen darüber, was so alles in Ihnen erscheint. Vor Ihnen eine Tasse Kaffee, etwas Milch, genau so wie Sie ihn mögen. Menschen, die kommen und gehen, sich unterhalten und lachen. Die Teilansichten von Häuserfassaden und eine Vielzahl an Gegenständen schmücken Ihr Inneres. Alles findet Platz in Ihrem Geist und besteht eigentlich, trotz allem Formenreichtum, in der letzten Substanz nur aus Ihrem Geist. Plötzlich tritt ein etwas kleinerer, rundlicher Mann mit Halbglatze an Ihren Tisch heran und fragt Sie, ob er sich nicht zu Ihnen setzen dürfe, da ansonsten kein weiterer Stuhl in dem kleinen Café frei ist. Mit einem kleinen Nicken bestätigen Sie seine Anfrage und er nimmt neben Ihnen Platz. Nach einem kurzen Schweigen beginnt nun folgendes Gespräch zwischen Ihnen und dieser Ihrer Traumfigur. »Sagen Sie mal, ist die Welt nicht wunderschön?«, fragt sie der Mann. »Ja, so kann man es auch sagen«, denken Sie sich und schmunzeln in sich hinein. »Mein Name ist Gustav. Ich bin in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Was machen Sie denn beruflich in dieser Welt?« »Nichts. Ich sitze eigentlich nur so da.« Innerlich denken Sie sich, warum habe ich mir nicht ein nettes, junges, attraktives Fräulein ausgeträumt, sondern so einen Finanzhai? »Wie nichts? Sie sind arbeitslos?« »Nein, nicht direkt.« »Dann haben Sie wohl so viel Geld gespart, dass Sie für den Rest Ihres Lebens ein Auskommen haben.« Sie sehen in seinen Augen schon die leuchtende Vorstellung von einem guten Anlagegespräch über Ihr Vermögen. »Nein, nicht in dieser Welt.« »Wie in dieser Welt? Sind Sie wohl irgend so ein verrückter Spinner, der glaubt, ein Außerirdischer zu sein?« Sie wollen es nicht zu kompliziert machen und versuchen, das Spiel mitzuspielen. »Nein, nur jetzt habe ich kein Geld.« »Wie, Sie haben jetzt kein Geld? Aber wovon wollen Sie denn den Kaffee bezahlen und Ihre Miete? Wovon wollen Sie leben?« »Man benötigt Geld zum Überleben. Es ist ein unumstößliches Gesetz in dieser Welt.« »Wenn du meinst«, sagen sie laut, und insgeheim denken sie sich, »er glaubt wirklich, ich bin dieser Körper und muss in meinem eigenen Traum ums Überleben kämpfen. Wie witzig.« Sie entschließen sich, ihn zu duzen, da er ja sowieso nur eine ihrer Traumfiguren ist. »Wie, wenn ich meine?
Ich kenne mich in der Welt aus und weiß ganz gewiss, dass sie ohne Geld nicht einmal die nächste Woche überleben werden, sagt der ältere Herr darauf mit einem bestimmenden Gesichtsausdruck. Die nächste Woche. Ich glaube, so lange werde ich nicht mehr hier sein und du auch nicht mehr. Sie schmunzeln etwas, was den Mann zu irritieren scheint. Ach so, Sie sind nicht von hier. Sie kommen wohl aus dem Ausland. Ihr Deutsch ist dafür aber sehr gut. Woher kommen Sie denn? Das wirst du lieber nicht wissen wollen, denn wenn ich zu Hause bin, gibt es dich nicht mehr. Wie meinen Sie denn das? Jetzt lüften Sie langsam das Geheimnis. Wenn ich verschwunden bin, sind auch alle anderen Menschen, die du sehen kannst, verschwunden, inklusive dir. Sie sehen, wie der Mann kreidebleich wird und wie die Angst sein kleines, nicht vorhandenes Herz überschattet. Sind Sie wohl ein Terrorist, der sich in die Luft sprengen will? So ein Verrückter, der von der CIA oder dem Mossad engagiert wird, um für ihre neue Weltordnung-Kiste Unruhe und Unfrieden zu stiften, um dadurch die Bevölkerung besser kontrollieren zu können? Bitte sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Nein, ist es nicht. Es ist viel schlimmer für dich und alles, was du hier siehst. Wenn ich verschwunden bin, wird gleichzeitig alles, alle Gegenstände, das Kaffee, die Stühle, alle Menschen, alles, was du sehen kannst, verschwinden. Es wird sich buchstäblich in nichts auflösen. Alles wird wieder an den Ort zurückfallen, von dem es herkam. Innerlich schmunzeln sie. Nein, sie sind schon am Lachen über diese ihre lustige Endzeitgeschichte. Glauben Sie wohl, dass Sie der Messias sind, der die Apokalypse bringen wird? So etwas wie der zurückkehrende Menschensohn aus der Bibel, der die letzten Tage vor der Vernichtung und dem jüngsten Gericht einläuten wird? Nein, ist ihre spontane Antwort. Sie sehen etwas Erleichterung bei dem Mann, der sie schon für einen Patienten aus der Psychiatrie hält, der gerade Freigang hat. Das würde nebenbei auch gut zu ihrer Aussage passen, dass sie kein Geld besitzen. Viel schlimmer, es wird kein Gericht geben. Alles wird einfach so im Nichts verschwinden, ergänzen sie ihre Antwort. Irgendwie sind sie mir unheimlich. Ich kann sie nicht einschätzen, obwohl ich dachte, dass ich immer eine gute Menschenkenntnis besitzen würde. Sie machen auf mich eigentlich nicht den Eindruck eines Verrückten. Und gleichzeitig sagen sie so verrückte Sachen, die keinen wirklichen Sinn für mich machen. Ich glaube, ich kann dich gut verstehen, aber mach dir nichts draus. Wenn ich aufwache, ist aller Zweifel bei dir vorbei. Es wird nicht einmal wehtun oder schmerzhaft sein. Das kann ich dir versprechen. Wenn sie aufwachen? Was bedeutet das denn? Wollen Sie sagen, Sie träumen mich und all das um Sie herum nur aus? So wie in dem Film Virtual Nightmare, Open Your Eyes? Dann bin ich gar keine Wirklichkeit, sondern nur eine ausgeträumte Figur in Ihrem Traum? Ist es das, was Sie glauben? Ja, so ist es. Aber ich glaube es nicht, sondern ich weiß es. Nichts hier kann objektiv wirklich sein. Alles, was du hier siehst, ist nur da, weil ich es träume. Du, mein Körper, die Menschen um uns und alle Gegenstände sind nur mein Geist oder meine Gedanken, mein inneres Licht, meine Schöpferkraft oder wie man das auch immer nennen möchte. Ich komme aus einer anderen Wirklichkeit. Dann wären sie so etwas wie Gott für diese Welt. Und wenn sie erwachen, dann geschieht die totale Vernichtung der Welt. Wenn du das so sehen willst, von dem, was man sich meines Wissens unter Gott und Apokalypse vorstellt, könnte man das so sagen. Ich bin zwar nicht der große Gott, aber ein Gott für diese meine Traumwelt. Jetzt merken sie, wie ihr Wecker neben ihrem Bett klingelt und der Traum langsam zu verschwinden beginnt. Ich muss jetzt aufwachen. Vielleicht erschaffe ich dich irgendwann mal wieder in einem meiner nächsten Träume. Aber leider kann ich dir nicht garantieren, dass ich mich noch an dich erinnern werde. Also möglicherweise bis bald. Nein, nein, gehen Sie noch nicht. Bleiben Sie doch noch ein bisschen.
Ich will noch nicht sterben, ich bin noch so jung. Und zack, sind sie wieder in ihrem Bett, haben den Wecker, der wie eine Atombombe eine ganze Welt vernichtet hat, abgestellt und sinnieren noch ein paar Minuten über dieses interessante Abenteuer, den man einen luziden Traum nennt, nach. Versuchen Sie sich bitte zu verinnerlichen, dass Sie wirklich in einem Traum mit einer Traumfigur dieses Gespräch geführt haben und gehen Sie in das Gefühl und in die Selbstverständlichkeit Ihrer Aussagen hinein. Wie ist allein das Gefühl auf die Aussage in Ihrem eigenen Traum? Ich brauche Geld zum Überleben. Genau das ist das Gefühl, das ein Erwachter hat, wenn ihn jemand zum Beispiel fragt, von was willst du leben?